Wir für alle gefeiert. Oder bei David hat es schon angesprochen. Hier sehen wir nun also, wie David gleich ins Olympia Österreichhaus einzieht. Hier sehen wir die fantastischen Bilder eines glücklichen Olympiasiegers. Er ist der Erste, der eine Goldmedaille nach Österreich holt. Im vierten Durchgang beim Rodeln hat er richtig überzeugen können und alle anderen ausgestochen. Es war ein knapper Sieg, aber er hat es auf jeden Fall hinbekommen, hier die Goldmedaille zu holen und kommt hier direkt von der Dopingkontrolle zur großen Party. Jetzt ist es schon 2 Uhr in der Nacht in Pyeongchang, es wird noch gefeiert. Diese Bilder sind etwa von 2:30 in der Früh, also ein langer Tag und eine lange Nacht für David Gleischer. Ja, und das ist schon völlig richtig angesprochen, wirklich ein hauchdünner Erfolg um 26.000stel. Also man kann sich das gar nicht vorstellen, ganz, ganz eng diese Entscheidung zugunsten des 23-jährigen Tirolers David Gleischer, damit der strahlende frisch gebackene Olympiasieger, und um ihn dreht sich heute auch alles in unserer großen News-Show ab 20.15 Uhr. Und in Kürze gibt es auch die Pressekonferenz. Dreimal bei Olympischen Spielen mit dabei. David Gleischer gewinnt Olympia Gold. David, lass ein bisschen was drinnen für den Wolfi, für den Reini, für den Trainer, für den Markus, für den René, für den Tobi, für alle, die da mit dabei waren. Denn an dieser Stelle, glaube ich, muss man eines sagen, er steht zwar da vorne, aber da unten sind so viele, die heute in der Bahn gestanden sind, egal ob es der René ist, ob es der Tobi ist, ob es die anderen zwei Sings, ganz egal. Jetzt einmal einen Applaus fürs gesamte Rodelteam. Ihr seid genial. Gratulieren natürlich Rainer Ecker und Wolfi Findl, die beiden haben uns auf der Bühne gehabt. Und bevor es zum ORF-Interview geht, gibt es noch das, was wir mit jedem Medaillengewinner hier im Österreichhaus gerne machen würden. Das Stiegelfass anzuschlagen und damit die große Party zu eröffnen. David, nein, nein. David, geh weiter nach hinten ein bisschen. Ja, genau so, ja. Nee, du triffst mich! Und zum Tisch, die Gold.